Nicht eine Interaktion mit dir, sondern eine andere Art, wie Demente gefördert werden, findet man in der sogenannten Tagesstätte. Die Oase in Amriswil ist eine davon. Sie soll helfen, die Angehörigen zu entlasten und den Betroffenen gleichzeitig ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Ich wollte mehr darüber erfahren und bin darum in die Ostschweiz gereist und habe eine der Co-Leiterinnen, Monika Stamm, getroffen. Ja, grüezi, Monika. Janette, gell? Ja, freut mich, dass du da bist. Merci vielmals. Komm rein. Danke. Schön, dass ich da sein darf und du mir jetzt mal ein bisschen die Oase zeigst. Genau. Schau, sollen wir gerade hier hinten anfangen? Wir haben eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Ja. Das ist ein WC, wo gross ist, wo die Leute sich gut bewegen können. Das ist ein Ruheraum, wo sie den Mittagsschlaf machen können. Und hier, das ist ein bisschen Materialraum. Eben nicht nur Ruhe, sondern auch ein bisschen aktiv sein mit den Gästen, die hierher kommen. Das Ziel ist auch, dass aktiviert sind, da, wo sie haben, also die Fähigkeiten, dass man die fördern kann, auch herausfinden überhaupt. Viele wissen es nur, was sie nicht können. Oh. Und dann ist es gut, eben mit den Löhnen, das sind, die Männer sind sehr ehrgeizig. Zum Beispiel mit dem kannst du so balancieren gegeneinander. Ja. Oder mit der Hand einfach auffangen. Ja. Da sind sie eben voll dabei. Also dann würde ich abchecken, was ist noch möglich. Wir müssen immer herausfinden, wenn die Leute neu kommen, was machen wir mit ihnen. Eben Jassen ist immer etwas in dem. Ja, die Generation hat sehr viel gejasset. Ja. Und das geht oder das funktioniert noch mit dem? Wir müssen es etwa mal ein bisschen anpassen. Was ist denn oder steht hinter dem Konzept der Oase eigentlich? Also sicher der erste Gedanke war, dass man die Angehörigen, die ja 24 Stunden die Leute betreuen, daheim haben, kaum zu einer Pause kommen, dass sie mal einen Tag haben für sich. Weil wenn es ihnen gut geht, geht es auch den Menschen mit Demenz gut. Und das andere ist, dass die Leute, die an der Demenz erkrankt sind, das aktiviert werden, dass sie einfach auch Sozialkontakt haben, untereinander merken, ah, da hat ja jemand das Ähnliche oder dem geht es gleich. An welchem schweren Grad kommen die zu euch? Die Demenz ist in 3 Stufen eingeteilt. Erste Stufe, da können sie noch vieles. Eben meistens sind sie dann abgeklärt, gehen dann vielleicht noch in die Tagesklinik, können sich gut noch orientieren. Jetzt bei uns kommen jetzt meistens jetzt in der zweiten Phase. Da haben sie zum Teil Wortfindungsstörungen oder die Orientierung nicht mehr. Oder gerade wenn es kalt ist, merken sie nicht, dass sie neue Jacke anliegen sollten. Sie sind einfach schon ein bisschen weiter und brauchen mehr Unterstützung, gerade auch von den Angehörigen. Mhm. Wir haben ja eigentlich versucht, jemanden Betroffenes mit euch im Tagesablauf zu filmen. Aber es war ein bisschen schwer, jemanden zu finden, der sich vor der Kamera zeigen will. Erlebt ihr auch viel, hat das mit Scham zu tun? Oder erlebt ihr das? Oder einfach das Zurückziehen? Genau. Also es hat viel, wo die Bevölkerung jetzt fängt, kennt, was ist. Und doch, wenn du betroffen bist, ist schon noch, dass die Leute noch nicht ganz so wöhnt, dass man es weiss. Und da denke ich, das hat auch mit dem zu tun. Und zum Teil ist es eben vielleicht ein peinliches Verhalten, wo man nicht will, dass die Person, dass man das sieht. Was macht ihr mit den Personen hier in diesem Raum? Ja, da spielen wir, singen wir. Und etwas ganz Wichtiges ist, wir kochen auch hier. Kochen. Mhm. Und kochen, das schmeckt man natürlich. Man kann mal einen Käse, den man raffelt, auch zuerst probieren. Geht über alle Sinne. Monika, wie organisiert ihr euch eigentlich? Wir sind ein kleiner Verein, so etwa 40 Mitglieder. Wir haben 2 Standorte, einen in Rummenshorn und einen hier in Amriswil. Wir arbeiten zum Teil freiwillig, arbeiten 2 Leute am Tag, eine Pflegefachfrau und eine Mitarbeiterin, die das Herz für die Leute hat. Auf eurer Homepage heisst, ihr habt christliche Grundwerte. Wie äußert sich das jetzt in eurem Tagesablauf? Das heisst, wir achten den Menschen und den Wert schätzen. Aber im Alltag tun wir einfach vor dem Essen, wir haben ein Tischgebet. Aber sonst tun wir jetzt nicht eine Predigt oder eine Andacht halten. Nein, es ist einfach die Wertschätzung des Menschen. Monika erzählt mir, dass sie in Amriswil Platz für 4 Gäste pro Tag haben.
Jetzt kommt noch Frau Marinitsch vorbei. Ihre Mann besucht seit etwa 2 Jahren die Oase. Und das einmal pro Woche. Frau Maggi. Grüezi, Frau Marinitsch. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Frau Marinitsch, wieso haben Sie die Oase für Ihren Mann ausgesucht? Weil ich habe gemerkt, also, weil Gott nicht mehr so, dass so ihr Beruf auch Zeit, nicht nur gerade für mich, aber für Sachen, die kann ich nicht sonst machen. Das heisst, was bringt Ihnen der Tag für sich selber? Für mich selber, ich weiß, er ist in guten Händen und ich bin daheim schön ruhig, kann ich meine Sachen machen. Und was ist das? Das sind also Zahlungen, Posten, Fitness, Besuche machen. Und wenn ich das alles mache, ist mir schon viel, viel wert. Was schätzen Sie denn so am Angebot? Ich schätze die netten Leute da. Wenn komme ich in Kochole, ist jedes Mal also zufrieden. Erzählt dann Ihrem Mann auch etwas, ob er jetzt gesungen hat oder gekocht hat am Tag? Also das erste Jahr hat er selber geholfen, Zwiebeln schneiden oder irgendwo etwas gekocht, oder? Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ist da passiert. Oder wenn ich frage, was hast du gegessen? Keine Ahnung. Wie ist denn das für Sie, wenn er da einfach nicht mehr reagiert, wenn nicht mehr viel kommt? Das ist, meine, jetzt weiß ich, das ist so. Also von Anfang ist das schwierig, sehr. Aber jetzt weiß ich und tue ich akzeptiere und ist einfach so die Krankheit. Da kann man nicht ändern, oder? Und da gibt es kein Medikament. Danke vielmals. Bitte, bitte. Zum Programm gehören auch gemeinsame Spaziergänge. Oberhalb von Amriswil will ich von der Monika noch etwas mehr Persönliches über sie erfahren. Was hat dich motiviert, mit demenzkranken Leuten zu arbeiten? Eigentlich sind es die älteren Leute, die mich immer faszinieren. Und da dann einfach auch den Menschen mit Demenz die Wertschätzung können bringen, auch rauszukitzeln bei den Leuten, ihnen zu zeigen, dass sie noch etwas können, dass sie noch etwas wert sind. Mhm. Ist eigentlich die schönste Arbeit, ja. Wie bist du dazu gekommen? Die Oase hat es dann gegeben, ein Jahr lang, und sie haben noch ein paar Leute gesucht. Meine Kinder sind langsam zum Haus aus, und dann habe ich gefunden, mal da würde ich auch gerne machen. Gibt es manchmal auch Situationen, die schwierig sind jetzt im Umgang mit den Betroffenen für dich? Ja, zum Teil sind die Leute ja stur, wollen sie etwas, man weiss nicht recht, ja, was sie wollen. Oder mal, sie wissen, was sie wollen, aber da in dieser Situation dann irgendwie die Weisheit haben, wieder sie auf etwas zu bringen, was sie jetzt nicht gerade haben können, dass sie nachher gleich zufrieden sind, das sind schon Herausforderungen, ja. Stossest du ab und zu an Grenzen diesbezüglich? Genau, in solchen Situationen bete ich in mir rein, dass ich den richtigen Gedanken bekomme, zum richtig reagieren. Ja, das stösst sich schon an Grenzen, ja. Du hast gesagt, du betest ab und zu. Wie gehst du das an? Da schwätze ich mit Gott im Stillen und bitte ihn einfach um die richtigen Gedanken, ja, dass ich die richtige Idee bekomme. So, Gott ist also ein Thema in deinem Arbeitsumfeld? Unbedingt. Also, sowieso ein Oasentag, da weiß ich nie, was auf mich zukommt. Da lege ich Gott an, auch bewusst, dass sein Frieden in die Oase kommt. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil von uns, dass ich den Leuten so auch begegnen kann, weil Gott kennt die Leute viel besser als ich, auch wenn ich schon 2 Jahre kenne. Danke vielmals, Monika, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast. Und ja, wir freuen uns. Gern geschehen. Also wirklich, danke. Gehen wir wieder an die Wärme, ja. Würde ich mal sagen, genau. Oder?